Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Hier spricht Alpha Kennern und heute gibt es wieder eine neue Rapper-Biografie für euch. Dieses Mal mit SpongeBoss. Vielleicht wisst ihr es ja, aber eine längere Zeit lang wusste man nicht einmal, wer SpongeBoss überhaupt ist. Viele Leute suchten verzweifelt nach der wirklichen Identität von ihm, aber spätestens seit dem letzten Jahr weiß man es genau, es ist San Diego. San Diego heißt mit bürgerlichem Namen Dmitri Chapkov. Falls ich den Namen falsch ausgesprochen habe, tut es mir echt leid. Und er wurde am 17. März 1989 in Osnabrück geboren. San Diegos Eltern stammen aus Russland. Über seine Kindheit oder seine Schulzeit gibt es wirklich keinerlei Informationen. Also ich habe wirklich überall im Internet gesucht, nach irgendwelchen Quellen, aber es gibt gar nichts. Keine Interviews, keine Posts auf Facebook oder MySpace. Also man muss schon wirklich sagen, San Diego ist echt introvertiert, was Medien betrifft. Wie viele andere Rapper begann San Diego seine Karriere in der Reimliga Battle Arena oder kurz RBA. Für die Leute, die nicht wissen, was RBA ist, RBA war eine Internetseite, in der man Diss-Tracks hochladen konnte und sich mit anderen Leuten gebieft hatte. San Diego hatte damals viele lustige Künstlernamen, die lustigsten lese ich euch jetzt mal vor. Capri-Sonne, Legostein und Drachenzunge. Das ist jetzt kein Fake, der Typ hieß allen Ernstes so. Ich zeige euch jetzt mal einen kurzen Ausschnitt aus einer von San Diegos Battle-Runden. Alles klar, Domina? Was geht, Bitch? Yeah, yeah. Die Runde ist Killer-Style, Motherfucker. Junge, wieso geht das? Falscher Beat, mein Freund. Falscher Beat, du toll. Falscher Beat, verbeug dich auf mein Knie, du heulst. Falscher Beat, was los? Falscher Beat, du Ho. Falscher Beat, ich flow nicht auf den Beat, du Vogel. Falscher Beat, verpiss dich, falscher Beat, ich fick dein falschen Beat, du Bitch, du falsches, mieses Kind. Dein falscher Beat ist gay, dein falscher Beat hat AIDS. Ich heile ihn mit meinem Rap und ich freestyle eben. Ey, an die Jury? Ja, Mann. Neben den Rap-Battles machte San Diego auch noch eigene Singles. Die stellte er auf YouTube oder auf MySpace hoch. Heraus kamen Songs wie zum Beispiel Sie wollen San Diego und Elfenlied. Schon damals konnte man feststellen, dass San Diego sehr gut reimen konnte und dass auch seine Double-Time-Parts ziemlich sauber waren. Und jetzt zeige ich euch meinen kurzen Ausschnitt aus dem Track Elfenlied. Sie war geboren in diese Welt, doch war nicht dazu bestimmt. Sie war kein normaler Mensch, sie war kein normales Kind. Die Eltern wollten sie nicht haben, wollten sie nicht haben. Und sie gaben sie einfach so weg, ohne viel zu sagen. Sie konnte noch nicht mal sprechen. Und die Eltern haben schon ihr Gesicht vergessen. Sie musste im Kinderheim aufwachsen und nicht einmal dort wurde sie gemobbt. Also konnte sie nichts draus machen und sie kam nicht zurecht. Und immer als Essen ausgeteilt wurde, kam sie zuletzt. Im Jahr 2008 gründete San Diego zusammen mit seinem langjährigen Freund John Webber das Independent-Label Money Rain Entertainment. Dort brachten sie ihr Ruski-Tape raus, einige Lieder waren sogar komplett auf Russisch. Später wurde auch der Rapper Yuri bei Money Rain Entertainment gesigned, auch er hat russische Vorfahren. Noch im selben Jahr lernte San Diego den Rapper Kollega kennen. So gab es auch die erste Zusammenarbeit zwischen den beiden. Auf dem Lied Coca-Musik von Kollega konnte man John Webber und San Diego zusammen im Intro hören. Ein Jahr später gab es auch den ersten richtigen Feature-Part. Auf dem Label-Sampler Chronik 2 konnte man San Diego in dem Track G's Sterben Jung hören. Und auch bei Zuhälter-Tape 3 konnte man San Diego hören, nämlich auf dem Track Rotlichtmassaker. Im Jahr 2011 produzierte San Diego das Album von Kollega Boss Aura. Sie nahmen das Album zusammen in einem Osnabrücker Studio auf und San Diego beeinflusste den Sound maßgeblich. Der Sound vom Album Boss Aura war deutlich clublastiger als die Vorgänger. Es gab sehr viel Autotune, außerdem gab es auch viele Liebeslieder. Was geht ab, meine Freunde? Hier sind Kollega der Boss und San zu dem Diego bei Mixery Raw Deluxe. Auch viel geholfen, er ist ein großes Talent, was Melodien angeht und Hooks und hat auch eine sehr schöne Stimme. Er hat sich Autotune auf die Stimmbänder implantieren lassen. Nein, Spaß. Er ist ein guter Sänger, Rapper ist er auch, Killer und eins der großen Nachwuchstalente. Sag du doch mal konkret, was hast du denn auf dem Album gemacht und was hast du dazu beigetragen? Also, wir haben uns Beats zusammen halt gepickt, auch zusammen Themen überlegt. Und ich habe halt so ihm geholfen, die Hooks so melodiös zu verfassen, so gesehen. Also die Texte hat er dann selber so gesehen geschrieben, ich habe ihm nur so einen Push gegeben, die Melodien halt zu finden. Und die Rechnung ging auf, Kollege und San Diego wurden erfolgreich mit dem Album.
Boss Aura verkaufte sich bis heute ungefähr 40.000 Mal. Kollega konnte das erste Mal von Musik leben. Nur den alten Kollega-Fans gefiel der neue Sound überhaupt nicht. Viele meinten, Kollega sei zu schwul geworden mit dem Album. Und San Diego wurde richtig krass gehatet. Es gab überall nur Hassnachrichten gegen ihn und das erreichte eine so krasse Dimension, dass San Diego sich sogar nicht einmal traute, bei der Boss Aura Tour mitzuspielen, da er befürchtete, dass einige Fans ihn zum Beispiel mit Flaschen bewerfen würden. Auch der YouTuber Julians Blog macht ein Video gegen San Diego. Dort beleidigt er ihn wirklich extrem und er kritisierte seine Musik. Seitdem Julians Video im Internet war, wurde San Diego zu einer richtigen Witzfigur. Aber gucken wir uns mal erstmal einen kleinen Ausschnitt davon an. Ihr müsst alle sterben, ich bin der Letzte auf der Erde, yeah! Was ist das für ein Homo-Scheiß? Nee, Moment, das ist nicht nur schwul, das ist Vergewaltigung. Nein, das ist sogar Vergewaltigung von Kindern. Das ist nicht Homo, das ist Pedo. Ja, ich hab's gesagt, die Hook ist so schlimm wie Kindesmissbrauch, wenn nicht sogar noch schlimmer. Aber auch mit seinem langjährigen Freund Kollega hatte San Diego jetzt ein Beef. San Diego warf Kollega vor, dass er ihm kein Geld gab für die Arbeit, die er bei Boss Aura gemacht hat. Und so kam es auch zu der Trennung letztendlich. Und so hörte man auch eine längere Zeit lang nichts mehr von San Diego. Denn der Erfolg blieb bei San Diego aus. Auch bei seinem Label Money Rain Entertainment konnte man keine guten Verkaufszahlen vorweisen. Viele Leute dachten, San Diego wäre am Ende. Am 24. März 2013 veröffentlichte Julian in seinem Wettbewerb Julians Block Battle das Qualifikationsvideo von SpongeBoss. Zu sehen war ein rappender Schwamm mit einer gepitchten Stimme, aber auch mit einem sauberen Double Time und perfekten Reim. Und das Video wurde zu einem Internet-Hit. Es erreichte in kürzester Zeit Millionen von Aufrufzahlen und alle Leute fragten sich, wer ist dieser Typ? Wer steckt in diesem Schwammkostüm? Und viele Leute hatten eine Vermutung. Sie schrieben in den Kommentaren, es sei San Diego. Die meisten Leute ahnten schon von der Rap-Struktur her, dass es San Diego sein müsste. Und ich sag's euch Leute, wirklich jeder verfickte Hurensohn hat auf YouTube ein Video über SpongeBoss rausgebracht, wo er angeblich seine Identität gezeigt hat. Natürlich war alles purer Bullshit, aber jeder hat versucht, mit dem Thema Klicks zu sammeln. Das ging mir damals wirklich ziemlich krass auf den Sack. Währenddessen hatte SpongeBoss wirklich jeden in dem Turnier zerfetzt und er schaffte es bis ins King-Finale und dort gewann er gegen den Rapper Fortune. Und auch im nächsten Jahr schaffte er es bis ins King-Finale und dort reichte er im Finale eine 35-minütige Hinrunde ein und die wurde bis heute ungefähr 20 Millionen Mal angeklickt. Die Hinrunde war so gut, dass sein Gegner Gio sofort aufgab. Nach diesem Finale kündigte SpongeBoss seinen Abschied von der Battle-Rap-Szene an und verkündete sein Debütalbum, das Plankton Weed Tape, an. Das Album sollte ursprünglich am 20. März 2015 erscheinen, es wurde aber verschoben auf den 17. April. Das Plankton Weed Tape erschien über dem eigenen Label Bikini Bottom Mafia. Und was soll man sagen, das Album war ein voller Erfolg. Es chartete auf Platz 1 der Charts und es verkaufte sich bis heute über 70.000 Mal. Das ist wirklich eine sehr, sehr krasse Zahl. Und wer weiß, vielleicht wäre das Album sogar Gold gegangen, wenn es nicht indiziert worden wäre nach wenigen Monaten. Durch die Videosingle ACAB wurde das Album indiziert, das Gewalt gegen Polizei verherrlichte. Am 9. Januar 2017 veröffentlichte SpongeBoss auf seinem YouTube-Kanal den 27 Minuten langen Track Apocalyptic Infinity und das erreichte bis heute ungefähr 10 Millionen Aufrufe und auf diesem Lied disste er seinen langjährigen Weggefährten Kollega. Außerdem wurde angekündigt, dass am 17. März SpongeBoss zweites Album rauskommt mit dem Namen Krabben Coke Tape. So Leute, das war's dann mit der Biografie von SpongeBoss bzw. San Diego. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir einen Daumen nach oben geben. Damit würdet ihr meine Arbeit unterstützen. Alle wichtigen Links habe ich euch in die Beschreibung gepackt. Ansonsten Leute, passt gut auf euch auf. Das war ein Video von Alpha Kennern. Checkt meine anderen Videos ab. Ciao.